Genau, um nochmal das, quasi wie Herr Beck das vorher schon gesagt hat, wir erhöhen die Flughöhe. Es geht tatsächlich jetzt auch nochmal auf eine abstraktere und sehr allgemeine Ebene, die aber, wenn man genauer darüber nachdenkt, sehr viele Bezüge hat zu dem, was bisher auch schon gesagt wurde in den verschiedenen Vorträgen von meinen Vorrednern. Insbesondere ist eine Beobachtung ja auch, wenn Informationen digital verpackt werden, dass oft den Eindruck erweckt, bei vielen Leuten, ob bewusst oder unbewusst, dass sie dann daraufhin irgendwie, ja, sie sind im Computer, also sind sie objektiv, sind sie sicher. Es sind Daten, es ist nicht mehr irgendwas, sondern es sind Daten. Tatsächlich muss man natürlich feststellen, wie Bertrand Russell das auch sehr schön gesagt hat: All human knowledge is uncertain, inexact and partial. Und dass die digitale Verpackung, das ist oft eben eine Illusion von Objektivität und Genauigkeit, die in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Das gilt nicht nur, aber auch in besonderem Maße für historische Informationen. Historische Informationen sind offensichtlich stets mit Unsicherheit behaftet. Und zwar selbst wenn es Zeitzeugen gibt, ist ihre Erinnerung nicht unbedingt verlässlich, außerdem subjektiv gefärbt. Jeder hat was anderes gesehen, jeder hat die Situation anders erlebt. Wenn wir es mit schriftlichen Quellen zu tun haben, dann stellen sich natürlich die Fragen nach Echtheit, Zuverlässigkeit, Datierung, Lesbarkeit, Vollständigkeit und all den Informationen, die man daraus erschließt. Und ein typisches Beispiel oder ein Set typischer Beispiele sind zum Beispiel ist die Frage, worauf sich Bezeichnungen von Personen, Orten, Ämtern und Ähnlichem beziehen. Hier ein Beispiel aus der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, aus einem Hexereiprozess aus der Watt, wo hier man kann das hier sehr schön auf einen Blick sehen. Es wird zum einen wird ein Datum genannt, Anno Domini und so weiter, Mensis Novembris, im Monat November. Es wird ein Ort genannt in Castro-Rippe und es werden auch noch zwei Namen genannt, Henricus der Inquisitor und Antonius Gappetti, der Richter, und dann geht das noch weiter, der Satz ist nicht vollständig. Und wenn man den Ort betrachtet oder die Ortsbezeichnung, dann stellt sich da natürlich zum einen die Frage oft nach der Referenz in die heutige Wirklichkeit. Also handelt es sich bei dem Castrum Rippe um das heutige Château d'Ouchy, das sich auf der Karte, die auch natürlich wieder einer anderen Epoche ist, in der Spitze hier befindet. Und wo Sie auch den heutigen Zustand im Hintergrund sehen können. Allerdings ist da tatsächlich nur der Turm Teil des ursprünglichen Châteaus. Also die eine Frage ist sozusagen, wo ist das auf einer Karte zu verorten? Und natürlich die Übereinstimmung der Karte mit der Wirklichkeit, die wir heutzutage häufig als gegeben hinnehmen. Und die andere Frage ist natürlich, oft und insbesondere, wenn sich diese erste Frage nicht beantworten lässt, ob denn das Castrum Rippe identisch ist mit anderen Erwähnungen ähnlicher Namen, also mal mit einem P, mal mit zwei P, mal als Ochiazi oder Ochiazi, aus dem der heutige Ortsname Uschi hervorgeht natürlich. Ob es sich hierbei um die gleiche Entität handelt, auch wenn man eventuell nicht weiß, wo sie ist. Das ist gerade auch bei Personen oft der Fall, ist eben dieser Henricus der gleiche Henricus wie ein anderer, selbst wenn man nicht weiß, wer das sozusagen, was der Referent in der damaligen historischen Wirklichkeit war. Das Problem, das sich aus dieser Unsicherheit Also aus dieser Unsicherheit ergeben sich natürlich eine ganze Reihe verschiedener
verschiedener Probleme. Abgesehen eben von der Illusion der Genauigkeit, die ich vorher schon erwähnt habe, ist jetzt, wenn wir an die Digital Humanities denken, das Problem der maschinellen Verarbeitung. Wenn ich hier schreibe, keine maschinelle Verarbeitung möglich, dann ist damit gemeint, es ist keine maschinelle Verarbeitung dieser Unsicherheit möglich. Also dass es verschieden oder zumindest schwierig, dass es verschiedene Referenten gibt, dass Daten mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind und so weiter. Und das bedeutet insbesondere, dass kein Reasoning möglich ist. Und Reasoning ist hier nicht nur unbedingt als logisches Schließen in einem sehr abstrakten Sinne zu verstehen, sondern dabei geht es auch natürlich um das, was man landläufig Datenbankabfragen nennt. Also wenn ein Datum scheinbar exakt ist und ich treffe dieses Datum aber nicht in der Datenbank, dann wird der entsprechende Datensatz nicht gefunden. Und dabei handelt es sich tatsächlich um meines Erachtens eines der zentralen Probleme der Digital Humanities, die eben ja gerade darauf abzielen, formale Modelle in den Geisteswissenschaften zu bauen und über den reinen Werkzeugcharakter und über die reine Mechanisierung mühsamer Aufgaben hinauszugehen. Bisher war das Ziel meistens, Unsicherheit zu eliminieren, egal wie. Oft eben dann auch, indem einfach ein mittleres Datum zum Beispiel genommen wurde. Aber es gibt ein zunehmendes Interesse an einer expliziten Modellierung von Unsicherheit, um eben auch die Tatsache, dass Informationen unsicher sind, mitnehmen und insofern eben auch mit in das Reasoning mit einbeziehen zu können. Nur ein paar ganz kurze Beispiele, was zum Beispiel Editionen und kritische Transkriptionen angeht, sieht TI ein Certainty-Attribut vor, das es theoretisch ermöglicht, Elemente mit einer Certainty zu annotieren, aber, habe ich da schon geschrieben, es wird kaum benutzt. Also ich habe es tatsächlich noch nie irgendwo benutzt gesehen. Es wird ausführlich beschrieben in den Guidelines, aber nie benutzt gesehen. Da es sehr komplex ist, sondern da eben eigentlich auch die epistemologischen Grundlagen dafür fehlen. Denn in den meisten Fällen, also der Name Certainty ist eigentlich auch schon unglücklich gewählt, denn meistens handelt es sich gar nicht um Certainty, sondern mehr um Plausibility, also welche Lesart ist plausibler als die andere und so weiter. Das ist also nett gemeint, aber funktioniert nicht wirklich. Bei Orten natürlich, wenn ich eben keine genaue, was man sozusagen die Idealvorstellung einer genauen Geokoordinaten, dann mache ich eben eine Bounding Box. Eben hier irgendwo da drin muss sich der Ort befunden haben oder eine Punktewolke oder irgendwelches Clustering von verschiedenen Angaben. Und bei Daten kann man sich natürlich vorstellen, dass man sie als Spanne zwischen dem frühesten und dem spätesten möglichen Datum angibt, dass man nach irgendwelchen Kriterien bestimmt. Und man kann dann eben zu solchen Karten kommen, was hier genau dargestellt ist, spielt keine Rolle. Das ist jetzt hier aus dem laufenden Projekt. Da geht es um Überlieferungen von Gregor von Tours, die hier geclustert sind, wo hier sozusagen ungenaue Angaben geclustert sind, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo es gewesen sein könnte. Oder eben auch hier die verschiedenen Daten der Überlieferungen eben seines posthum zusammengestellten Werks Historia Francorum, mit eben, die sich eben auch nicht exakt datieren lassen, sondern sich in bestimmten Zeiträumen befinden und so sich dann eben auch jetzt an diesem Beispiel auch sehen kann, dass das nötig ist, um entscheiden zu können oder zumindest darüber nachdenken zu können, ob zum Beispiel zwei Manuskripte in der gleichen Zeit entstanden sind oder entstanden sein können oder nicht.
jetzt diese Unsicherheit hier ist nicht den Geisteswissenschaften vorbehalten, sondern die Naturwissenschaften haben ganz genau haben das gleiche Problem. Die waren, wenn ich zum Beispiel eben irgendwelche Dinge messen möchte, sind die wahren Werte unbekannt und letztlich eher tatsächlich philosophisch unerkennbar. Die Metrologie, also die quasi naturwissenschaftliche Hilfswissenschaft des Messwesens, hat natürlich sophisticated Verfahren entwickelt, um mit Messunsicherheit umzugehen. Was dort häufig hilft, natürlich, sind mehr Daten, die es ermöglichen, eine bessere Annäherung an die wahren Werte zu erreichen. Also wenn ich eben eine Länge mehrfach messe, bekomme ich immer leicht abweichende Werte. Aber insgesamt genommen erlauben sie eine Approximation an die wahre Länge. Und es gibt Leute oder es gibt wieder Leute, die sagen, dann können wir ja das Gleiche auch in der Geschichtswissenschaft machen. Big Historical Data ist so ein Schlagwort, das allerdings ein bisschen erinnert an oder mich erinnert an dieses Zitat hier von Langlois und Seignobeau. On peut penser qu'un jour viendra où, grâce à l'organisation du travail, tous les documents auront été découverts, purifiés et mis en ordre et tous les faits dont la trace n'a pas été effacée établis. Ce jour-là, l'histoire sera constituée. Also, man kann, das ist von 1898, quasi aus dem Standardwerk des historischen Positivismus, man kann sich vorstellen, dass eines Tages dank der Organisation der Arbeit, man kann hier eben auch an Automatisierung und Mechanisierung denken, alle Dokumente, die es gibt, die nicht verschwunden, die nicht verloren gegangen sind, entdeckt worden sind, gereinigt, in die richtige Ordnung gebracht wurden, alle Fakten etabliert wurden und an diesem Tag wird die Geschichte ein für alle Mal festgestellt worden sein. Und das ist interessanterweise in der Form eines gewissen digitalen Positivismus auch die Vorstellung gewisser heutiger Großprojekte. Sie werden es vielleicht erraten haben, an was ich da gedacht habe. Da ist aber eben zu bemerken, dass historische Quellen nicht wie Messdaten sind. Mehr Quellen approximieren nicht notwendigerweise besser die Wahrheit und Quellen folgen keiner Gauss-Verteilung. Im Gegensatz zu Messwerten. Eine bessere Metapher als ist vielleicht der Historiker nicht als Laborant, sondern eben the historian as detective. Denn wenn man sich zum Beispiel die Befragung eines Detektivs, eine Zeugenbefragung durch einen Detektiv vorstellt, dann sagt der erste Zeuge vielleicht, ja, der Tatverdächtige war groß und hatte eine Glatze. Und der zweite sagt, er war klein und war langhaarig. Und daraus folgt eben nicht, dass der Tatverdächtige in Wahrheit mittelgroß mit Bürstenschnitt war. Das kann ich nicht, keinen Mittelwert bilden. Außerdem ist es wichtig daran zu erinnern, dass die Vergangenheit, also das, was die Ereignisse, die stattgefunden haben irgendwann, nicht das Gleiche sind wie Geschichte. Denn die Aufgabe des Historikers ist es eben nicht nur, alle Fakten zu sammeln und auch des Detektivs, sondern vor allem auch den, wie Ranke das gesagt hat, den Zusammenhang der Dinge herzustellen. Das heißt, eine Kausalität zu etablieren, was zu was geführt hat. Dabei geht es nicht, das sage ich für die Historiker, dabei geht es nicht unbedingt um historische Gesetze, wie man das auch schon mal versucht hat, sondern eben einfach nur, dieses Ereignis A hat zu diesem Ereignis B geführt. Man könnte also jetzt ganz verkürzt sagen, Geschichte beschäftigt sich mit der Konstruktion kausaler Modelle und der primäre Output von Historikern, nämlich Narrative oder Erzählungen, spiegeln diese wider. Sie sind nicht identisch damit, sondern die kausalen Modelle sind meistens nur im Kopf des Historikers, der Historikerin vorhanden und in dem Narrativ, in dem Buch oder Aufsatz dann beschrieben.
Und dabei ist es eben auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Chronologie, also eine Ordnung von Ereignissen, wie sie in der Zeit stattgefunden haben, nicht das Gleiche sind wie ein Narrativ. Und eben nochmal auf den juristischen Vortrag zurückzukommen, wie die Juristen sagen, post hoc sed non propter hoc, bloß etwas später stattgefunden hat, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen stattgefunden hat. Es geht also darum, ein kausales Modell auf der Basis historischer Fakten zu bauen. Und an diesem Punkt werden die historischen Fakten zu historiografischen Fakten, nämlich zu Evidenz für ein oder als ein Beweismittel in der Sprache des Detektivs, als ein Beweismittel für ein bestimmtes Narrativ. Der Unterschied ist, dabei handelt es sich eigentlich nicht um verschiedene Ebenen, sondern eigentlich um verschiedene Arten von Modellen. Das historische Modell und das historiografische oder historische und historiografische Modelle sind nicht die gleiche Art von Modellen. Man kann sich aber das grob als Art verschiedene Ebenen vorstellen. Ich werde noch gleich ein Beispiel dafür bringen. Auf der historiografischen Ebene werden zum Beispiel auch historische Unsicherheiten teilweise irrelevant. Man kann sich tatsächlich also dann auch fragen, ob es wirklich nötig ist, sozusagen immer zu fragen, wann genau, wo genau, was genau. Das sind sozusagen so typische historische Fragen. Oder sozusagen, was eben die genaue Person, die genaue Ort, das genaue Datum zur Historiografie beiträgt. Und das ändert sich natürlich auch abhängig von dem historiografischen Modell. Was wir dafür aber neu haben, auf der historiografischen Ebene, ist eine neue Art von Unsicherheit, nämlich die bezüglich kausaler Zusammenhänge. Mein kausales historiografisches Modell ist partiell unbestimmt bezüglich kausaler Zusammenhänge. Also ich habe einen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das kann ich sozusagen objektiv auf der Basis der Quellen feststellen. Ich habe einen zweiten Zustand, auch auf der Basis von Quellen. Die Frage ist, wie bin ich von dem Zustand 1 zu dem Zustand 2 gekommen? Oder grafisch dargestellt, oben eine Zeitleiste mit drei Zeitpunkten, T1, T2, T3, an denen drei Ereignisse stattfinden, A, B und C. Und die Frage, die sich dem Historiker eben stellt und die wir letztlich irgendwie auch eben komputationell informatisch modellieren wollen, nicht in diesem Projekt, aber in einem Folgeprojekt dann vielleicht, Folgeprojekten, wurde C verursacht durch B, was wiederum durch A verursacht wurde, oder wurden C und B unabhängig voneinander oder beide von A verursacht, aber unabhängig voneinander, oder sind A und B beides Ursachen für C und so weiter und so fort. Das lässt sich also beliebig ausmultiplizieren. Bis hin dazu, dass es eben noch weitere Faktoren geben kann, von denen man noch gar nichts weiß. Insofern muss man feststellen, dass historische Fakten, also eben zum Beispiel Orte, Zeiten, Personen, die möglichen historiografischen Interpretationen einschränken, sie aber nicht vollständig determinieren können. Also allein sozusagen durch die Tatsache, dass sich eben bestimmte Personen zum bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort aufgehalten haben, das erlaubt es zum Beispiel natürlich nicht zu sagen, die Person, von der wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wissen, dass er an diesem Ort war, dass ich dann ein kausales Modell baue, was diese Person an einem anderen Ort sieht. Aber andere Parameter des Modells sind durchaus frei und können unterschiedlich konstituiert werden. Ein Beispiel, was ich auf die Geografie beschränkt, also auf den geografischen Raum, in dem eben das historische Narrativ stattfindet. Aus Topolsky Narada Storia. Ich bin sozusagen inhaltlich damit
einverstanden, die drei Strukturebenen, das ist auch eine Art, das darzustellen. Ich würde es tatsächlich im Detail ein bisschen anders noch sehen, aber für unsere Zwecke tut es das. Topolsky sagte, es gibt sozusagen drei, oder man kann drei Strukturebenen feststellen. Die natürliche Struktur, also Berge, Flüsse, Wüsten, die klimatischen Verhältnisse allgemein und so weiter, die den Raum strukturieren. Auf der nächsten Ebene habe ich künstliche Strukturen, also künstlich vom Menschen geschaffene Strukturen, Städte, Dörfer, Straßen, Kanäle, Bergwerke, Gebäude und so weiter. Und auf diese Ebene der künstlichen Strukturen absorbiert für die Geschichtswissenschaft, die eben sich mit der menschlichen Geschichte beschäftigt, die natürlichen Strukturen. Also natürliche Strukturen sind sozusagen größtenteils nur noch relevant, indem sie bestimmte quasi Affordances bieten für die künstlichen Strukturen, die darauf aufbauend gebaut wurden. Und die dritte Ebene ist das, was er die subjektive Struktur nennt. Man könnte es auch narrative Struktur nennen. Das ist also die Gliederung des Raums durch abstrakte Kategorien, die auch wiederum die natürlichen und künstlichen Strukturen der tieferen Ebenen absorbiert. Und die damit sozusagen in absorbieren heißt, eben die hier mit hierin aufgehen, sozusagen. Ein ganz kurzes Beispiel, man kann ganz sehr viele finden, wenn man darüber nachdenkt. Also ein Beispiel, der Begriff des Eisernen Vorhangs, der in der heutigen Bedeutung von Churchill 1948 in einer Rede eingeführt wurde, den es aber tatsächlich auch schon vorher gegeben hatte, mit diversen Bedeutungen. Dieses Konzept des Eisernen Vorhangs ist ein historiografisches Konzept. Das ist kein greifbares Objekt. Es hat nie einen eisernen Vorhang als physisches Objekt gegeben, sondern es ist ein historiografisches Konzept, um bestimmte Kausalitäten zu erklären oder zu modellieren. Er bezieht sich natürlich auf künstliche Strukturen, die da zugrunde liegen, nämlich Grenzen. Grenzen sind offensichtlich ja auch keine natürlichen, gottgegebenen Strukturen, sondern es handelt sich dabei um künstlich von Menschen geschaffene Strukturen und absorbiert sie. Und die in dem historiografischen Konzept des Eisernen Vorhangs spielen die genauen Unterschiede zwischen den verschiedenen Abschnitten des Eisernen Vorhangs, der zum Teil nur ein Maschendrahtzaun war, wenn man das tatsächlich auf eine künstliche Struktur abbilden will oder die beziehen will, nur ein Maschendrahtzaun war und an anderen Stellen Betonmauer mit Minenstreifen und Selbstschussanlagen und in anderen Weltgegenden überhaupt nicht physisch fassbar war. Und dieses Konzept des Eisernen Vorhangs ist aber eben nicht zwingend. Es ist eine Möglichkeit für ein historiografisches Modell. Und Topolsky kommt deswegen auch zum, oder bemerkt in seinem Großwerk, a historical or historiographical fact is based on the use made by the historian of source-based and non-source-based data when he engages in a scientific reconstruction of the past. But such a reconstruction cannot, by definition, be the same in the case of all historians, since historians differ from one another, be it alone by their non-source-based knowledge. Es gibt also nicht die eine richtige Geschichte, sondern es gibt verschiedene kausale Modelle der Vergangenheit, also es gibt verschiedene Geschichten. Ganz kurz dann zum Fazit. Die eigentliche Aufgabe oder die zentrale Aufgabe der Digital Humanities besteht in der Konstruktion formaler Modelle in Geisteswissenschaften. Und was die historiografische Unsicherheit betrifft, so muss man feststellen, dass
dass ich sie nicht auflösen kann. Es gibt dort keinen wahren, es gibt es gibt dort keine Wahrheit, sondern es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle, die alle, oder die nicht unbedingt alle, aber viele verschiedene dieser Modelle können viabel sein, das heißt, sich nicht mit anderen Gegebenheiten irgendwie beißen und somit sind sie weder widerlegbar noch beweisbar. Das ist letztlich das, was Paul Ricoeur Le Conflit des Interprétations genannt hat, eben verschiedene Interpretationen der gleichen Tatsachen. Es ist aber keine sozusagen per se richtig oder falsch. Weiterhin ist zu beachten, auch dann, wenn man sich nicht mit historiografischer Unsicherheit beschäftigt, dass es natürlich eine Wechselwirkung zwischen historischer und historiografischer Unsicherheit gibt. Und zwar nicht nur in der einen Richtung eigentlich, dass natürlich historische Fakten beziehungsweise eben die Fehlen von sicheren Fakten zu einer historiografischen Unsicherheit führen können oder eben den Spielraum für verschiedene Interpretationen weiter oder enger machen, historiografische Interpretationen weiter oder enger machen, sondern natürlich auch umgekehrt, dass aus historiografischen Interpretationen der Fakten sich eventuell wieder Rückschlüsse darauf ergeben, die einen Einfluss auf die historische Unsicherheit haben, zum Beispiel, wenn sich eben aus der Interpretation verschiedener Ereignisse herausstellt, dass unter verschiedenen möglichen Orten tatsächlich vielleicht doch nur einer oder zwei in Frage kommen. Das bedeutet ja zum Beispiel, dass man unter Umständen eben diese Unsicherheit hier einschränken kann aufgrund von Informationen, die nicht diesen Ort selber ursprünglich betreffen, sondern aus größeren Umständen. Ohne Unsicherheit sind Modelle unvollständig. Das heißt, die Unsicherheit muss, um wieder zu diesem Bild zurückkommen, muss mit eingepackt werden. Ansonsten geht sie verloren und ansonsten entsteht eine Illusion von Genauigkeit und Objektivität, die in Wahrheit nicht vorhanden wird und die genauso natürlich auch wie der Messfehler in der Naturwissenschaft propagiert wird. Wenn ich eben einmal hier ein Datum beliebig festgelegt habe aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Daten und das in der Datenbank drinsteht und dann damit sozusagen weitergerechnet wird, dann wird sich das propagieren und zum Schluss eben zu Fehlern führen, die dann nicht mehr herleitbar sind. Und das, denke ich, ist eben notwendig zur Realisierung des Potenzials, des eigentlichen Potenzials der Digital Humanities. Und um das aber tatsächlich machen zu können, ist meines Erachtens eben nicht erstmal eine technische Aufgabe, sondern eben auch eine epistemologische Frage, die wir zuerst klären müssen, wovon sprechen wir eigentlich überhaupt, wenn wir von Unsicherheit, historischer, historiografischer Unsicherheit sprechen. Wie gehen Historiker damit bislang um? Wie können wir denn den Umgang damit modellieren? Wie können wir damit zu informatischen Modellen von historischer und historiografischer Unsicherheit kommen? So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin damit am Ende angelangt und freue mich auf allfällige Fragen.